und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Grindler wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Alle bereiten sich auf die alljährliche Hochzeitsfeier des Königspaares vor, nur ich nicht. Ich weiß nicht, was ich ihnen schenken soll, Cringer. Dir wird schon etwas einfallen. Es kann doch nicht nur irgendwas sein, Cringer. Es muss etwas Besonderes sein. Etwas Wunderbares. Ich weiß. Ich frage Man-at-Arms und Teela. Gehen wir. Ich mit meinem großen Maul. Toll ist das für den König und die Königin. Es ist fantastisch. Was ist es denn? Es ist ein Feuerwerk. Ich führe es nach dem königlichen Bankett vor. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Ach, könntest du mir helfen, auch eins für mich zu finden? Was? Oh, es tut mir leid, Orko. Ich kann jetzt nicht reden. Vielleicht morgen. Aber dann ist es zu spät. Ich weiß, ich helfe dir einfach bei deinem Geschenk. Dann ist es eben von uns beiden. Das wird eine Gala-Revue. Orko, nein, lass das! Oh je, Orko hat es schon wieder geschafft. Der Schrank ist zu schwer. Ich kann ihn nicht hochheben. Auweia, sieh mal. Das Feuer ruft nach einem Helden. Und ich weiß noch, wo ich einen finden kann. Cringer, was ist denn los? Es brennt im Laboratorium. Dann müssen wir es eben löschen. Komm mit. Nicht ich. Ich suche lieber die königliche Feuerwehr. Es gibt keine königliche Feuerwehr. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! He-Man, Hilfe! Hurra! Vielen Dank, He-Man! Keine Ursache! Und nun mal hier drinnen lüften! Wie ist das Feuer entstanden? Ich habe Man-at-Arms geholfen beim, bei meinem Feuerwerk. Es ist ruiniert. Orko hat's nicht so gemeint. Nein, ich wollte nur helfen. Ich kann es ja wieder zusammensetzen. Oh nein! Ich glaube, für einen Tag hast du genug geholfen, Orko. Vielleicht habt ihr recht. Ich glaube, ich sehe mal nach, was Teela so macht. Da bist du, Teela. Ich dachte, ich würde dich nie finden. Was machst du denn in der Küche? Ich backe einen Kuchen für König Rendor und Königin Marlena. Ich wusste ja gar nicht, dass du backen kannst. Psst, backen ist eine schöne Kunst. Und jetzt sei still, sonst geht er nicht auf. Ich kann ihn aufgehen lassen. Liebe Magie, lass uns versuchen. Hoch und hoch und hoch geht der Kuchen. Oh nein, nicht schon wieder. Siehst du? Gar kein Problem. Orko, lass ihn aufhören.
Liebe Magie, lass uns versuchen, wieder runter mit dem Kuchen. Passt auf! Danke, He-Man. Woher wusstest du, dass wir dich brauchen? Oh, ich hab sowas gerochen. Hallo, He-Man, ich habe, Teela geholfen. Dann helf ich dir mal beim Saubermachen. Danke. Ich helf auch mit. Nein! Sicher, dass ihr es nicht wollt? Nein! Für heute hast du wirklich genug geholfen, Orko. Fangen wir an. Das macht doch nichts, Orko. Doch, macht's was. Ich habe überhaupt kein Geschenk für den König und die Königin und das von Man at Arms und Teela habe ich ruiniert. Ich mach allen nur Kummer. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Doch, es stimmt. Vielleicht sollte ich einfach verschwinden. Ich kann ja nichts falsch machen, wenn ich gar nicht da bin. Du kannst mich doch nicht einfach verlassen. Kann ich doch. Was soll ich denn sonst tun? Ich lasse was Geschriebenes zurück, damit sich niemand Sorgen macht. Tut ja sowieso keiner. Auf Wiedersehen, ihr alle. Auch wenn ich es nicht gerne tue, ich glaube, ich gehe lieber mit. Das wär's dann. Alles wieder sauber. Das Leben ist nie langweilig mit Orko in der Nähe. Wo ist Orko eigentlich? Ich hoffe, wir waren nicht zu streng mit ihm. Seitdem er mir geholfen hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir mal nach ihm suchen. Orko war ja ganz schön verwirrt. Wo gehen wir denn hin? Weiß ich auch nicht. Ich würde so gerne mit einem Weisen sprechen. Man at Arms ist weise und auch He-Man und Königin Marlene und, ja. Ich meine doch jemanden außerhalb des Palastes. Yikes! Halt! Ich kenne jemanden, die Sorceress. Auf nach Grayskull! Orko? Nein, den habe ich nicht gesehen. Orko ist nicht auf dem Palastgelände. Nein, ich habe Orko den ganzen Tag nicht gesehen. Das letzte Mal habe ich Orko beim Frühstück gesehen. Da hat er seinen Apfelsinensaft über mich geschüttet. Er muss hier irgendwo sein. Vielleicht in seinem Zimmer. Gehen wir. Königin Marlena hatte recht. Ein geschriebener Zauberspruch. Wen es angeht, ich mache euch nur Kummer. Darum bin ich weg. Ich vermisse euch alle sehr. Orko. Er ist weggegangen? Oh nein! Aber wo will er denn hin? Wenn ich Orko wäre, würde ich zu dem Freund gehen, den ich sonst noch habe. Zur Sorceress. Nun, dann suchen wir ihn in Grayskull. Ich hoffe nur, dass ihm nichts passiert. Ach wo, ich würde mir eher Sorgen um die Sorceress machen. Wäre ich doch bloß so schlau wie Man at Arms. So begabt wie Teela, so stark wie He-Man. Ach was, Orko, du bist schon ganz in Ordnung. Aber ich fühle mich nicht gut. Ich fange schon an, mich ganz schwach zu fühlen. Oh. Cringer, was war das? Cringer, uns wird nichts passieren. Ja, aber nur, wenn wir uns hier versteckt halten. Wisst ihr, ich wusste ja, auch du wirst mal langsamer. Ich glaube, irgendetwas macht mich langsamer. Ich fühle mich wie ausgelaugt. Ich auch, als ob mir jemand die Kraft wegnimmt. Und meine Magie. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Geh du nur, ich ruhe mich auf. Oh, komm, beeil dich!
mir ist so schwach. Ich kann mich kaum bewegen. Versuch es, Orko, versuch es. Was war denn das für ein Ungeheuer? Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Ich dachte schon, es würde mir meine ganze Kraft und Magie rauben. Meine auch. Aber du besitzt doch keine Magie. Und viel Energie habe ich auch nicht mehr. Verschwinden wir bloß von hier, bevor das Ungeheuer uns auch noch den Rest wegnimmt. Ich hoffe sehr, dass wir Orko bald finden. Ich vermisse den kleinen Kerl. Ich hätte nie gedacht, dass ich es sagen würde, aber ich auch. Ich bin sicher, wir finden ihn. Ich hoffe es, bevor das Ding es tut. Welches Tier macht solche Fußspuren? Ich weiß nicht. Hoffen wir nur, es ist genauso harmlos, wie es groß ist. Gehen wir weiter. Aber vorsichtig. Du siehst ja, ich mache allen, die ich kenne, Kummer. Wir machen allen, die wir lieben, ab und zu mal Kummer. Aber wenn sie uns lieben, vergeben sie uns auch. Aber ich mache ihnen nur Kummer. Ohne mich geht's ihnen viel besser. Du wirst mehr geliebt, als du weißt, Orko, und du bereitest weniger Kummer, als du denkst. Ich wünschte, das könnte ich glauben. Sehen ist Glauben. Lass uns in die Zukunft sehen. Wenn du verschwunden bleibst, wird das Leben im Palast in einem Jahr so aussehen. Es ist erst ein Jahr her, seit Orko gegangen ist. Aber es kommt mir viel länger vor. Ich vermisse ihn noch sehr. Ich auch. Das Regieren meines Königreiches schien nicht so schwer zu sein, als Orko mich zum Lachen brachte. Soll das heißen, die vermissen mich wirklich? Ja, Orko, sieh doch selbst. Wo Orko wohl jetzt sein mag, ich hoffe bei Leuten, die ihn mögen. Da bin ich sicher, jemand, der so hilfsbereit wie Orko ist, hat überall Freunde. Ich vermisse ihn sehr. Wir beide hatten so viel Spaß. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie mich alle so lieb haben. Es ist mir gleichgültig, wie lange es dauert oder wie gefährlich es ist. Ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, warum Orko so plötzlich weggelaufen ist. Himmel, sie mögen mich ja wirklich. Ich wusste ja gar nicht, dass mich alle so lieb haben. Oh. Siehst du, Orko? Du wirst sehr geliebt. Überall suchen deine Freunde nach dir. Das machen sie, aber nicht doch das Monster. Welches Monster? Das hätte ich beinahe vergessen, da ist ein Monster im Wald. Es hat mir meine Magie weggesogen. Und mir meine Energie. Sagtest du weggesogen? Es gibt nur ein Biest mit solcher Kraft. Der Talgott. Er saugt die Kraft von anderen Lebewesen ab und braucht ihre Kraft, um Böses zu tun. Aber wenn das Biest Man at Arms hängt, hat es auch seine Intelligenz. Und Tilas Geschicklichkeit und Timens Kraft. Oh nein! Wir müssen sie alle warnen. Los gehen wir! Viel Glück, meine Freunde, und Vorsicht! Was war denn das? Es interessiert mich gar nicht. Ich bin einfach zu müde. Ich bin auch ein bisschen müde. Vielleicht machen wir uns zu viel Sorgen. Wenn wir uns nicht darum kümmern, kann uns auch gar nichts passieren. Hier entlang. Vater, warte! Er nimmt den falschen Weg. Irgendetwas Seltsames passiert hier. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig an. Werden wir, Quinter, das müssen wir. Oh, guck, pass auf! Oh, ich sitze in dem Gestrüpp fest. Lauf weiter ohne mich. Oh nein, das kann ich nicht. Ich hol dich da raus. Hoffentlich. Quinter! Oh nein! Tut mir leid, Orko. Ich habe einfach Angst. Das macht doch nichts, Gringer. Die Sorceress hatte recht. Wir machen alle mal Fehler, aber darum hören die Menschen nicht gleich auf, dich zu lieben. Hoffentlich kann ich das alles wieder in Ordnung bringen.
Vater, wo willst du hin? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so benommen. Ich kann gar nicht klar denken. Ich fühle mich so ausgelaugt und so tollpatschig. Schattenbiester! Dieser Schallunterbrecher müsste sie in die Flucht treiben. Aber wie wird er bedient? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vater! Welches ist der sicherste Weg? Ich kann mich nicht entscheiden. Der Felsen dürfte doch nicht so schwer sein. Ich werde schwach. Und ich werde tollpatschig. Oh! Was geschieht nur mit uns? Und wer macht diesen Lärm? Ich glaube, ich weiß es. Es gibt ein legendäres Monster, Talgott genannt. Es saugt die Kraft von lebenden Wesen ab, um ihre Fähigkeiten zu gebrauchen. Darum wirst du schwach. Ich tollpatschig und Vater kann nicht richtig denken. Ich kann immer noch klar genug denken und weiß, dass wir Orko finden müssen, bevor Talgott ihn findet. Ich kann mich nicht befreien. Diese Kletterpflanzen sind so dick wie Sumpfschlangen. Sumpfschlangen, das ist es. Musik kann Schlangen beschwören. Warum nicht auch diese Schlangenpflanzen hier? Magische Musik, süß und leise, lass uns nicht werden dieser Kletterpflanzen. Speise. Ich glaube, ich habe den Talgott gefunden. Nein, ich glaube, der Talgott hat uns gefunden. Hau ab, Granger! Die Sorcerer sagte, dass der Talgott sich von Energie und Kraft ernährt. Vielleicht, wenn er meine Kraft aussaugt, wird er das... Orko, pass auf! Orko, renne! Das klang nach Granger. Und nach Schwierigkeiten. Granger, wo ist Orko? Talgott hat ihn. Da. Hilfe! Alle, rennt schnell! Rennt weg! Ein Zaubernetz! Er verbraucht meine ganze Zauberkraft! Es scheint, du bist nicht sehr geübt im Aufsagen von Zaubersprüchen. Ich hoffe, er ist mit seinem Zauber nicht gut in Form, denn mir ist ziemlich schwach zumut. Die Magie des Monsters ist genauso schlecht wie meine. Aber natürlich, der Talgott gebraucht ja auch Orkos Magie. Und die wirkt ja auch gar nicht. Genau wie bei Orko. Hey, ich kann ja wieder denken. Meine Kräfte kehren zurück. Aber ich werde sie erst mal ausprobieren. Wir werden alle unsere Kräfte zurückbekommen, denn Talgott wird immer schwächer. Du hast recht. Ich fühle mich gar nicht mehr tollpatschig. Aber ich probiere es lieber mal aus. Such dir doch jemanden von deiner eigenen Größe, Großmaul. Ja, wie mich! Du darfst jederzeit auf mich fallen. Danke, mein Freund. Bis der Talgott da herausgeklettert ist, sind wir längst über alle Berge. Du warst großartig, Himmel. Und du warst ganz schön dumm. Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Der König und die Königin sind noch außer sich. Ich hab gedacht, ich mache euch immer nur Kummer. Und ihr seid viel glücklicher ohne mich. Wie in Eternias Namen kommst du darauf? Ich hab dein Hochzeitsgeschenk ruiniert. Du hast noch viel schlimmere Dinge getan, aber das ist trotzdem kein Grund wegzulaufen. Orko, in jeder Familie und auch unter Freunden werden mal Fehler gemacht. Man fühlt sich sehr schnell wertlos, besonders wenn die eigenen Fehler den anderen wehtun. Wir müssen eben alle lernen, mit unseren Fehlern besser umzugehen. Und durch Weglaufen erreicht man sowieso nichts. Besonders wenn du von Menschen wegläufst, die dich lieb haben. Ja. Und nun gehen wir.
Es wartet eine Feier auf uns. Tut mir leid, dass ich jetzt kein Geschenk für den König und die Königin habe. Und tut mir leid, dass ich das von Teela und Man at Arms ruiniert habe. Das macht doch nichts, Orko. Dich und Cringer wieder zu Hause zu haben, gesund und munter, ist das allerschönste Geschenk. Auszudenken, wenn ich die verpasst hätte, nur weil ich weggelaufen bin. Natürlich hatte ich Mitleid mit mir selbst, aber weglaufen löst ja keine Probleme. Jeder hat ab und zu mal Probleme, manchmal sind sie recht groß. Aber jedes Mal, wenn man ein Problem hat, kann man nicht einfach weglaufen. Versuch einfach, sie zu lösen. Wie man das macht? Ein guter Weg ist, Freunde um Hilfe zu bitten. Hilfe! Adam!